Kidman? Kidman! Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Evil Within 1. Ja, und in der letzten Folge haben wir ja erfolgreich ein paar Zombies umgelegt. Auf eine sehr nette Art und Weise, wie ich finde. Und sind Omnibus gefahren und alles, ja. Und der Omnibus, Frau am Steuer, was will man erwarten? Ich habe den ein wenig ungünstig hier geparkt. Obwohl das eigentlich nicht meine Schuld war, weil wir haben ja gesehen, dass der liebe Roventa-Typ schon wieder da mitten auf der Straße stand und uns ein klein wenig gehindert hat, am normalen Straßenverlauf teilzunehmen, also so mit allen Rädern auf der Straße. Ja, aber nichtsdestotrotz, Kidman ist jetzt irgendwie jetzt da so runtergefallen. Was sehr ungünstig ist, glaube ich. Halt durch, wenn du da unten bist. Wir kommen. Halt durch, wenn du da unten bist. Entschuldigt, meine Lieben, aber der Bus ist ein klein wenig kaputt. Das Fahrerhaus da vorne brennt. Ich schätze mal, das sind mehr als 2 Meter, die sie da nach unten gestürzt ist. Aber der Frau wird's gut gehen. Garantiert, garantiert. So, und du, Joseph? Wie geht's dir eigentlich? Alles gut mit dem Verband? Hättest ja auch eine Spritze von uns nehmen können. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Was liegt denn hier? Hier wollte jemand verreisen mit einem Regenschirm. Okay, hier liegen Streichhölzer. Und Entschuldigung, wieso ist die Tür hier abgefallen? Das ist doch unsere Speichertür. Ist das jetzt auch schon alles kaputt hier? Ist aber nicht so gut. So, können wir denn noch? Erst Muni sammeln und so. Oh, da ist ein Auge, da ist ein Auge. Nee, wir gucken jetzt erstmal, hängen überall Spiegel. Aber wir können nicht rein, oder was? Was ist denn jetzt mit der Tür hier? Da leuchtet was. Ein Tagebuch. Der Tagebucheintrag von Sebastian Castellanos. Am 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich hab's den Anhang erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Ja, klingt auch irgendwie danach. Aber ihn wundert's. Okay. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Myras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendwas auf der Spur. Aber was? Okay, weiter geht's leider nicht. Okay, seine Frau ist verschwunden. Alle sagen, sie hat ihn verlassen. Okay, das halte ich auch im Rahmen der Möglichkeiten, so was man so gehört hat. Aber wir wissen ja, dass da öfters mal Leute verschwinden. Ich weiß ja nicht, wie das da alles zusammenhängt. Wir selber sind ja wohl auch irgendwo verschwunden. Deshalb ist das ja auch nicht so abwegig, dass die Myra irgendwie verschwunden ist. Und sie war auch noch irgendwas auf der Spur. Gut. Schön. Da haben wir unseren Spiegel. Nur die Tür dahin ist kaputt. Entschuldigung, gedrückt halten.
weiß gar nicht, ob wir genügend... Wir haben ein bisschen Suppe vor uns mal aufbewahrt, ne? Was geht hier vor? Wie, was geht hier vor? Das kennst du doch alle schon hier. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ja. Weiß nicht, vorgestern... So vermisst wird hier aber keiner. Ich hätte mir jetzt denken können, dass sie Myra vermisst wird, aber einen Zeitungsartikel haben wir. Anwesen brennt ab. Jahrhundertealtes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Okay, da brennt es sehr, sehr viel in der letzten Zeit, finde ich. Alles brennt da irgendwie ab. Haben wir eigentlich einen Schlüssel? Ich glaube nicht, ne? Einen Schlüssel haben wir nicht gefunden. Wir hatten ja jetzt irgendwie Arena und Arena und wieder Arena und... Da war, glaube ich, keine Statue. Da war bestimmt eine Statue. Seht ihr, wir haben keinen Schlüssel. Da war bestimmt eine Statue, aber wir haben sie nicht gesehen. So, was haben wir denn jetzt noch? Können wir noch mal was mitnehmen? Bolzen können wir mitnehmen. Den Bolzen, hallo? Kann ich auch mitnehmen. Spritze brauchen wir gerade nicht. Könnten wir nehmen. Na, lassen wir mal. Da ist noch genügend da. Das geht schon. Kartenfragment hatten wir gefunden. Brauchen wir aber gar nicht gucken. Suppe haben wir noch relativ... Also wir hatten, glaube ich, 4000 irgendwie irgendwas zerquetschte über. Voriges Mal. Aber gut, 8450. So viel ist das nun auch wieder nicht. Wir gucken mal ganz kurz, verspreche ich euch, was wir damit machen können. So, Nebenanzeige können wir schon mal nicht. Das können wir auch alles nicht machen. Gut, oder weniger gut. Feuerrate von der Pistole könnten wir noch erhöhen. Für 7000. Könnten wir machen, könnten wir machen. Wir könnten auch mal, ist da was hier, diesen Explosivbolzen. Der war ja gar nicht mal so schlecht. Den verbessern wir jetzt mal. Und vielleicht den Harpunenbolzen. Und meinetwegen den Harpunenbolzen. Okay. So, und schon haben wir wieder nur 450. Sehr gut. Sehr gut. So, und dann können wir auch eigentlich schon wieder rausgehen. Gespeichert war es ja prinzipiell schon. Wir haben ja jetzt gar nicht viel gemacht. Wir hätten auch da vorne durch den Spiegel gehen können. Aber weil es so schön ist, geben wir diesen Gang hier wieder zurück. Tja, und dann bin ich ja mal gespannt, was wir weiter tun sollen. Jetzt müssen wir, eigentlich müssen wir ja jetzt wieder die Myra finden. Quatsch, die Kidman finden. So. Der wundert sich auch nicht, wo wir die ganze Zeit immer sind. Die Frage ist, wo geht's denn jetzt lang? Da war ein Auge. Also gehe ich davon aus, dass wir da lang müssen. Hier geht's auch nochmal lang. Aber hier geht's auch nochmal lang. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ist ja wie so ein Irrgarten hier. Obwohl, hier geht's, glaube ich, gar nicht mehr lang. Obwohl doch, wir können hier runter. Und da unten laufen auch schon wieder welche rum. Ist ja toll. Ja, dann bevor wir da runtergehen, gehen wir doch nochmal einmal hoch. Ich weiß, ich laufe hier so ein bisschen im Kreis rum. Hier war auch ein Auge. Hier ist noch so ein lustiger Automat. Och. Das ist aber nett. Hätten wir doch eher drauf drücken sollen. Ah, jetzt ist egal. Jetzt ist egal. Hier ist schon wieder eine Spritze. Was meinen die denn? So schlecht war ich jetzt nicht. Dass wir da vorhin mit den Zombies und so, ihr wisst schon.
Okay. Das ist ein wenig gruselig. Aber ist ja auch ein Horrorspiel. Vielleicht hat er ja epileptische Anfälle. Ich kann schon nicht mehr. Ich habe schon Knoten in der Zunge. Vor Angst. Okay. Liegt auch nichts mehr. Da brennt's. Hier wurde frisch gewischt. Hier ist nichts drin. Supi. Okay, hier ist auch nichts mehr. Hier liegt noch Muni. Muni ist... Oh, sogar so viel, dass wir nicht mehr, mehr tragen können. Ernsthaft jetzt? Das ist ja mal krass. Dann hätten wir eigentlich... Eigentlich hätten wir mal hier, dass wir mehr tragen können bei der Schrotflinte. Weil wir die ja auch gelevelt haben. Ich habe irgendwie noch nie Magnum-Muni gefunden. Oder ich habe es... Ja, wahrscheinlich habe ich es übersehen. Hier ist auch nochmal Suppe. Hätten wir nicht mal alle vorher aufgesammelt. Aber konnte man ja nicht wissen. Weil da vorhin, als ich da war... war schon ein Auge. Nun gut. Nun gut. Achso, das ist für den Spiegel. So, jetzt müssen wir aber wohl oder übel wahrscheinlich hier runter. Was ist denn das da unten? Ach, das ist ein Müllsack. Das sah so aus, als ob da einer hockt. Und da war auch vorhin einer. Aber scheint jetzt nicht mehr da zu sein. Hilft ja nichts. Ein Kontrollpunkt. Suppe. Teile. Ist das Säure? Säure, super. Kann man hier, kann man leider nicht hin. Also sonst hätte ich da nochmal auf die Automaten gedrückt. So, Säure, ist ja klasse. Ich dachte im ersten Moment, das sind Töpfe mit unserer Suppe, die wir mitnehmen können. Aber das sind komische Fallen oder was das sein soll. Wer hat die denn da aufgestellt? Wird immer lustiger hier. So. Licht war schon an. So. Aber ich befürchte, dass wir hier gleich Besuch kriegen. Weil ich vorhin einen hier gesehen habe. Deshalb schleichen wir mal, aber hier ist keiner mehr. Supi. Übrigens sehr, sehr nettes Bild. Alles sehr geschmackvoll hier. Ich wollte gerade erwähnen, dass da oben so ein rotes Licht ist und da bestimmt eine Bombe oder sowas ist. Aber da steht nur Exit drauf. Und die sind hier überall. Aber jetzt habe ich mich erschrocken. Oh, dieses Spiel mobbt mich. Gott, was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt?
Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Ja, natürlich. Das war auch sofort mein erster Gedanke. Der Zug liegt da sehr glücklich, dass man ihn als Hängebrücke gebrauchen kann. Wer kann auch was anderes denken? So, aber ich habe mich voll erschrocken, weil wie ist der denn jetzt so schnell hinter uns hergekommen? Ist auch nicht normal. Ist auch nicht normal. So, aber wir wollen hier jetzt raus. Ich weiß ja nicht, vielleicht möchte der Joseph gerne springen. Könnte er ja mal. Hier liegt Gummi. Ach so, okay. Ich denke mal, wir sollen das hier abschießen. Perfekt. Und dann nehmen wir die Treppe nach unten. Mal wieder. Unten. So. Upsi. Ich gehe mal hier runter. Riskier das lieber nicht. Warte. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Toll. Wie gewonnen, so zerronnen, ist der Joseph schon wieder weg. So. Aber ganz ehrlich, wir haben die Hälfte des Spiels alleine gespielt. Und immer wenn er dabei war, war er nicht so die Hilfe. Scheiße. Erst Kidman, dann... seinen Schädel im Blick haben muss. Ich höre doch schon wieder so einen komischen Typ hier mit so einem Schleifding, oder? Ich kann leider nicht nach unten gucken, wo ich hier hinspringe. Nö. Och nö. Kastenkopftyp. Mir bleibt auch nichts erspart. Ich möchte gern draufdrücken. Wieso kann man hier nicht draufdrücken? Flasche. Streichhölzer. Okay, der ist nach Kontrollpunkt. Der ist nach rechts gegangen. Der ist nach rechts gegangen, ja? Hier ist Feuer. Ich meine, schön, dass man da das Feuer zu dem anderen Feuer zusammengestellt hat in den Raum und es offensichtlich nur da drin brennt. Aber wie ist denn der Kastenkopf da durchgegangen, bitte? Das finde ich jetzt unlogisch. Ja, auch wieder schönes Bild da. Überall viele Flaschen. Ich gehe mal wieder.
wieder hier weg. Ich gehe mal hier hin. Kommt der hier rum? Ich will eigentlich diese blöde Flasche hier weg haben. Können wir den hier hinlocken? Oder die Flasche direkt an die Wand schleudern? Ach, schade. Schade, schade. Ich dachte, wir können ihn hier hinlocken. Nee, ich fahre gleich vom Stuhl, wenn ich da noch weiter. Gehen wir doch mal hier rein. Suppe. Versteckst du dich jetzt mal? Der uns jetzt hier reinlaufen sehen. Ja, und sonst so? Ich hab Zeit. Nee, ganz ehrlich, Leute, wir müssen ja hier wieder raus. Nimm mit, was geht. Und dann gehen wir raus und erschießen ihn einfach. Was lag da noch? Okay, ich fühle mich wohler. Cool. Mal immer hat er seinen Arsch im Weg. Ich weiß nicht, was im Moment mit der Steuerung los ist, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Dass ich so oft daneben schieße. Aber er macht einen Schuss und trifft uns und... Okay. Aber mir ist gerade aufgefallen, hier ist ein Drähtchen. Gut, dass wir dem nicht hinterhergeschlichen sind. Oh, da ist schon wieder einer. Da ist schon wieder einer. Mich aber mehr interessieren würde, wo der Kastentyp hin ist. Wir sind uns einig, dass er nicht durch die Tür da mit dem Feuer gegangen sein kann. Okay, Auge. Wir suchen jetzt erst hier nach Zombies, ohne Scheiß. Dieses ewige Auge regt mich auf. Da ist einer. Da laufen wir mal hinterher. Hoffen, dass der sich nicht umdreht. Sind glücklich. Da ist noch irgendwo einer. Ist noch irgendwo einer.
noch einer, natürlich. Lebst du noch? Tatsächlich nicht. Wo sucht denn uns denn noch einer, jemand, irgendwas? Ich wollte gar keine Flasche. Okay, da ist wieder so eine komische Falle. So, von hier kamen wir. Schon wieder voll den Überblick verloren. Da hinten hat uns aber noch jemand gesucht. Das heißt, da muss auch noch irgendwo jemand sein. Luke. So, können wir die hier irgendwo entschärfen? Auf der anderen Seite, okay. Ist ja kein Problem, kann man ja einmal drumherum rennen. Okay, hier ist wieder jemand. Im Spiel. Wo ist denn hier jemand? Erstmal entschärfen, das ist vielleicht sicherer für uns. Entschuldigt, wenn ich relativ wortkarg bin. Aber ich versuche die ganze Zeit auch irgendwas zu hören. Soll denn hier jemand sein? Draußen. Was hüpft der denn so elegant da drüber? Ganz ehrlich. Siebenmal. Die Maske stand noch eine ganze Zeit hier rum. Super. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Können wir auch darüber? Oh, cool. Wollte ich aber noch gar nicht. Wollte noch da. Siebenmal draufhauen. Nahkampfschaden habe ich bis aufs Äußerste gelevelt. Finde ich immer noch sehr, sehr ärgerlich. So. Da ist auch schon wieder jemand. Da ist auch jemand. Upsi. Sieht er mich hier? Ich habe die Bombe wohl gehört. Ich bin ja nicht taub. Aber da hatte er schon in Seelenruhe das Feuerzeug, Streichholz, in der Hand. Und ich konnte die Aktion nicht mehr abbrechen. Hallo! Da wieder. 4, 5, 6, 7, 8. 9. Wollt mich doch verarschen. Wollt mich doch verarschen. So, wo war ich denn jetzt?
nicht rein. Hier ist eine Schlüssel. Schlüssel! Toll. Wie soll man jetzt da dran kommen? Ich komme hier doch gar nicht runter. Toll. Da unten liegt auch Muni und alles. Wie soll man denn da hinkommen? Schade. Na gut. So, ich versuche immer so ein bisschen die Orientierung zu behalten. Da drückt man aus Angst. Ja, ich hatte ein wenig Angst. Die falschen Tasten. Nimm das mit. Und diese ganzen Flaschen. So, kommen wir jetzt hier irgendwie? Wie kommen wir denn da runter? Der Schlüssel muss doch irgendwie hier runtergefallen sein. Kommen hier aber nicht runter, okay. Ich dachte, das wäre ein Kartenfragment. Verstehe, hier war, hier hätten wir rüber gekonnt. Das heißt, da waren wir schon. Da waren wir. Hier haben wir auch alles fertig. Hier ist wieder eine Bombe. Hier waren wir jetzt auch schon drin, oder? Ja, genau, da war der Schlüssel. Würde ja mal interessieren, wenn wir da drunter hergehen, was passiert, ob wir uns dann auflösen. Aber ich möchte es jetzt eigentlich nicht ausprobieren. Wir können ja mal einen Zombie reinschubsen. Mein Gott, das Haus ist auch wirklich voller Fallen, ne? Und voller Suppe. Sonst noch was? Nein. Okay. So, die haben wir ausgeschaltet. Da waren wir bald drin. Weiter geht's. Grünes Flackern. Grünes Flackern. Okay. Und noch besser als rotes Flackern. Ach, die kann man nicht kaputt machen. Gut, dann nicht. Also müssen wir ja wohl hier runter, ne? Meine Lieben. Ein Blick auf die Aufnahmezeit sagt mir, wir sind schon längst wieder drüber. Das heißt, auch wenn hier leider kein Kontrollpunkt oder irgendwas war, wir haben erfolgreich diesen ganzen Teil da durchsucht. Nichts Spektakuläres gefunden, außer ein Schlüssel, der nicht mehr da ist. Und Kastenkopftyp, der ins Feuer gegangen ist und jetzt auch nicht mehr da ist. Aber ich denke mal, dass er irgendwie hier unten auf uns warten wird. Den haben wir nicht nur so gesehen. Gegen den werden wir wieder kämpfen müssen. Schießen. Gegen den müssen wir schießen. Wollte ich sagen. Macht überhaupt keinen Sinn. So, meine Lieben, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch aber einen schönen Tag, einen schönen Abend. Einen schönen guten Morgen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Und wenn ihr wollt und mich wiederfinden wollen würdet, eventuell, gesetzt den Fall, wahrscheinlich, dann drückt doch auch gerne noch auf den Abo-Button, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, aber wir sehen uns dann jetzt in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.